Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es direkt um mehrere Themen. Als erstes geht es um die Neuerung in Curse Sales, dann über die beiden neuen Videos der Entwickler. Seit Mittwoch ist Patch 1.2.2 draußen. Dieser bringt wieder neue Skelettschiffe und auch Kanonenkugeln mit sich. Diese kommen zu folgenden Zeiten vor. Vom 1. bis zum 10. In-Game in Shores of Plenty findet ihr die Bandana-Skelette. Diese haben als verfluchte Kanonenkugeln Kugeln dabei, die euch schlafen legen. Und die deutsche Zeit ist von 6 bis 10 Uhr morgens und von 18 bis 22 Uhr abends. Dann vom 11. bis zum 20. In-Game sind es die Ancient Isles, die aktiv sind. Dort habt ihr die Nachtskelette und diese feuern Schlangenbisskugeln ab, also so, als würdet ihr von einer Schlange gebissen werden. Die deutsche Zeit ist von 10 bis 14 Uhr und von 22 bis 2 Uhr nachts. Und die letzte Region ist vom 21. bis zum 30. in The Wilds aktiv. Dort findet ihr die Goldskelette am Oberdeck und die Pflanzenskelette am Unterdeck. Die Kugeln, die abgeschossen werden, sorgen dafür, dass eure Segel eingeholt werden und auch wieder automatisch gesetzt werden. Die deutsche Zeit ist von 2 bis 6 Uhr morgens und von 14 bis 18 Uhr abends. Alle Infos findet ihr auch nochmal unter dem Video. Außerdem wurde das Event rund um Curse Sales um eine Woche verlängert, damit mehr Personen die Möglichkeit bekommen, die Belobigung zu erhalten. Ich denke mal, in der letzten Woche wird uns dann nichts Neues erwarten, keine neuen Kanonenkugeln, sondern dass es einfach mit Woche 3 eine Woche länger dann geht. Mit dem Patch veröffentlichten die Entwickler noch ein Video, in dem sie über ihre Erfahrungen sprachen, welchen sie aus Curse Sales mit in Forsaken Shores nehmen werden. Die größte Erkenntnis ist, dass es keine bestimmten Uhrzeiten mehr geben wird, um eine bestimmte Belohnung zu erhalten. Da es so für manche Spieler sehr schwer wird, die Belobigung allgemein zu erhalten und dass es die Spielerfahrung dann deutlich trübt. Also mit Forsaken Shores braucht ihr keine Angst haben, dass zeitlimitierte Events ins Spiel kommen. Ihr werdet wohl zu jeder Zeit alles machen können. Der nächste Schritt wird es für die Entwickler sein, die Skelettschiffe aus dem Event in die offene Welt zu implementieren. Und Joe Need sagt auch, wie das genau aussehen soll. Nach dem Ende des Events werden die Schiffe normal in der Welt als fahrende Raids vorkommen. Genau wie bei den Fors werden auch diese mit einer Wolke über ihnen gekennzeichnet werden, damit man sie gut finden kann. Natürlich wird die Wolke ein klein wenig anders aussehen, wie genau, wurde aber noch nicht gesagt. Wie viele Wellen es geben wird oder ob es nur ein Schiff sein wird, was man zu bekämpfen hat, wurde auch noch nicht bestätigt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Wellen geben wird, allerdings ein paar weniger, als wenn man sie jetzt im Event antrifft. Ebenfalls kommt nach Ende der Curse Sales Kampagne das neue Schiffsrattenabenteuer, welches sich voll und ganz um die verfluchten Kanonenkugeln drehen wird. Es geht darum, diese zu finden und in der richtigen Art und Weise einzusetzen oder halt auch nicht, um dann neue Belobigungen zu erhalten, die sich rund um die verfluchten Kanonenkugeln drehen. Im letzten Teil des Videos ging es um die anstehende Gamescom und Forsaken Shores. In der Inside Xbox Show gewährt Rare einen ersten Einblick in die neue Region von Sea of Thieves. Ob die Öffentlichkeit es anspielen kann, ist noch unklar. Allerdings werden wir wohl über Interviews auf den Laufenden gehalten. Ich bin persönlich mal sehr gespannt, ob wir nur ein Video sehen können oder tatsächlich Hand anlegen können, wie sich Forsaken Shores spielen wird. Das war es soweit aus dem ersten Video. Am Donnerstag wurde noch ein Inside-Video hochgeladen, in dem Tom Barry und Andrew Press über die Skelettschiffe sprachen. In diesem sprachen sie über die Schwierigkeiten, welche sie beim Programmieren hatten. Das ist aber nicht der wirklich interessante Part, sondern gibt uns das Video eine klare Antwort darauf, wo die Ruderboote an der Galeone zu finden sein werden. Nämlich am Heck des Schiffes unter der Kapitänskajüte. Das Gameplay stammt noch aus der Zeit, wo die Entwickler mit der Unity Engine das Spiel testeten. Jetzt wissen wir genau, wo die Ruderboote hin sollen. Bleibt noch die Frage, wie wir diese bedienen können, denn es würde bedeuten, dass am Schiff neue Vorrichtungen hinzugefügt werden müssen. Schreibt mal dazu eure Vermutungen unten in die Kommentare. Das wäre es dann soweit von meiner Seite, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.